ging dann dieses, am Anfang hieß es ja Bündnis... Aktionsbündnis Amoklau. Hat Ihnen das persönlich auch so die Kraft gegeben, so einen Sinn gegeben, nachdem Sie Ihre Tochter bei dem Amoklau verloren haben? Nein. Ja. Das ist auch ein ganz häufig geäußertes Missverständnis, ja. Dass das so eine Art Traumabewältigung von mir war. Überhaupt nicht. Mhm. Ich kam da dazu, so wie die anderen auch, aus der Überzeugung heraus, dass es richtig ist, dass es Not tut, dass wir das nicht hinnehmen wollen, weil es eben nicht so was wie ein Erdbeben oder ein Tsunami oder sowas war. Da kann man die Erde oder das Wasser nicht verantwortlich machen für das, was er angerichtet hat. Es war ein Mensch. Und es war ein menschlicher Entschluss. Das ist auch sehr, sehr schwer zu verstehen. Das braucht eine lange Zeit der Bewältigung, bis man einzieht, dass hier wirklich es einen Menschen gab, der sich entschlossen hat zu töten und das dann auch getan hat. Und es war uns klar, dass es eine menschliche Tat ist und damit war klar, dass man etwas dagegen tun sollte. Und das war der Punkt. Das war eine Überzeugung, dass es richtig ist, nicht die Bewältigung eigener Verletzungen und eigener Trauma. Es ist klar geworden, dass Amok entgegen dem ursprünglichen Begriff nicht aus dem Nichts entsteht und nicht keine Spontantat ist, sondern das entwickelt sich über Jahre. Das ist ein ganz komplexer Zusammenhang. Wir haben uns ja da sehr intensiv mit Vertretern der Wissenschaft unterhalten und haben sozusagen selbst gelernt zu verstehen. Das heißt, uns war klar, wir müssen schon selber in die Schulen gehen. Wir wollen selbst mit den jungen Menschen arbeiten. Wir wollen dieses Thema Gewaltprävention selbst in die Hand nehmen und unseren Beitrag dazu leisten, den wir als Stiftung leisten können. Und nicht nur mit anderen sprechen und warten, bis die dann vielleicht irgendetwas tun. Ja, so sind die ersten Projekte entstanden. Was wünschen Sie sich noch? Was könnte man noch mehr machen? Wo könnte man denn noch, wo bräuchten Sie noch mehr Unterstützung? Wo bräuchten Sie vielleicht noch mehr Hilfe von der Politik oder von der Gesellschaft, um weiterzuarbeiten? Wir bräuchten mehr Ressourcen. Das heißt, was wir tun, wissen wir, dass richtig ist. Ich würde mir wünschen, dass es in den Schulen ganz selbstverständlich Teil des schulischen Lebens wird, dass wir diese Präventionsarbeit leisten können. Was ich nicht möchte, ist, dass das zum Aufgabenbereich der Lehrer wird, denn die Lehrer haben sehr, sehr viel zu tun, damit Bildungsinhalte zu vermitteln. Dann haben sie ja gerade bei Jüngeren auch noch Erziehungsaufgaben häufig nachzuholen. Und nun sollen die Lehrer in der gleichen Zeit und mit den gleichen Ressourcen auch noch Präventionsaufgaben lösen. Ich denke, das kann und darf einfach so nicht sein. Jetzt jährt sich dieser Tag zum 10. Mal. Es ist wahrscheinlich ein bisschen wieder mehr Rummel drum gemacht. Wie gehen Sie persönlich damit um? Da gibt es eine ganz persönliche Seite. Die hat nichts mit der offiziellen Seite hier zu tun. Das ist einfach so, dass ich da ganz privat bei ihr bin. Das ist aber alles unter Ausschluss jeglicher, nicht nur der Öffentlichkeit. Eigentlich, das ist etwas zwischen ihr und mir. Eine ganz, ganz schöne Begegnung, die habe ich aber nicht nur am Jahrestag. Das ist ein Weg, den ich ja ganz bewusst mit ihr gefunden habe, wie sie auch jetzt natürlich noch Teil meines Lebens ist, ganz klar. Und wie ich auch jetzt nach 10 Jahren ihr nah bin, wie ich vor 10 Jahren das war, das ändert sich eigentlich nicht. Was sich ändert, ist vielleicht dieser akute Schmerz, dieses nicht begreifen wollen und diese Gegenwehr, die ich ja durchaus hatte zu Anfang, es einfach nicht einsehen zu wollen. Das ist heute anders. Ich habe es eingesehen und es ist ein Weg des Umgangs. Aber das ist etwas, das spielt sich ganz, ganz privat sozusagen unter 4 Augen, wenn ich so sagen kann. Mhm. Vergeben ist ein ganz großes Wort. Und ich will auch gar nicht behaupten, dass ich ihm aktiv vergeben hätte. Was ich aber sicher sagen kann, ist, dass es ein Prozess ist, in dem ich begonnen habe zu verstehen. Das heißt nicht, dass ich diese Tat entschuldige. Die Schuld bleibt, wie sie ist. Es ist und bleibt 15-facher Mord und daran wird sich überhaupt nichts ändern und dafür trägt der Täter die Verantwortung. Was sich geändert hat, ist das Verstehen. Warum? Wieso etwas entstehen konnte, was alles dazu beitragen konnte.
Und das, muss ich sagen, ist wiederum etwas, was mich selbst auch befreit hat von Gefühlen wie Hass, Rache oder so etwas. Es ist eher ein umfassendes Verstehen. Das große Wort Vergebung, weiß ich nicht, das behalten wir mal anderen Kräften vor, die die Macht haben zu vergeben und nicht zu vergeben. Ich würde sagen, vielleicht eine Art von Verzeihen aus dem Verstehen heraus, ohne aber, dass die Schuld deswegen geringer geworden wäre. Thank you.